Vor wenigen Monaten strahlte Michelle Williams, 37, auf der Bühne neben ihren Destiny's Child Kolleginnen Beyoncé Knopfles, 36, und Kelly Rowland, 37. Bei dem Musikfestival Coachella zeigte sich das Trio zur Freude der Fans seit Jahren mal wieder vereint. Doch nun schockt Michelle Williams ihre Freunde und Fans, die Sängerin hat sich selbst in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Ich kämpfe seit Jahren dafür, dass Menschen sich besser um ihre Psyche kümmern und sich bei Bedarf behandeln lassen, schreibt die Amerikanerin auf Twitter. Vor kurzem habe ich meinen eigenen Ratschlag befolgt und mich in professionelle Hände begeben. Laut des US-Portals TMZ lässt sie sich in einer Einrichtung in Los Angeles gegen Depressionen behandeln. Vor einigen Monaten hatte Michelle Williams in einem Interview